Liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute schauen wir uns das Lego Star Wars Set 75326 Boba Fetts Thronsaal an. Hat 732 Teile und 7 Minifiguren und diverse Funktionen. Ein paar Stück halt. Hauptfeatures sind eben halt dieser Tor oben, den man auf zuklappen kann und halt eben die Bereiche, Grundbereiche auftrennen kann oder halt so zusammenfügen kann. Und dann halt hier diverse kleine Kleinigkeiten, die wir uns dann halt später gleich anschauen. Das Set soll Jabbas Palast darstellen, beziehungsweise dann in der Mandalorian-Episode, dann später Boba Fetts Platz. Da sehen wir halt dann eben, dass in der, also in der Episode, dass dann halt eben nach Jabbas Tod dann eben Bib Fortuna den Platz eingenommen hat. Und ja, am Ende dann eben Boba Fett aus dem Sarlacc rausgekrochen kommt und dann sich seinen Platz dort als Daimyo einholt. Genau. Erstmal vorab dazu. Und jetzt schauen wir uns erstmal kurz das Set an. Und hier haben wir dieses Set. Jetzt sehen wir mal das Ganze aufgeklappt. Gleich hier vorne weg eben den Thronbereich, Thronsaal. Rechts davon dann eben der Eingang zum Thronsaal, den man dann auch sieht, wie Boa Fett dann da rein die Treppen runtersteigt. Und links natürlich dann ja, so ein kleiner Theke, ja, Platzbereich halt. Das Besondere an dem Set sind auf jeden Fall die Minifiguren. 7 Stück, wie gesagt. Und viele davon sind ja auch relativ exklusiv. Ja, also das sind ja eigentlich alle exklusiv, bis auf den, ja gut, Boba Fett, den gibt es ja schon. Bei der Slave One gab es den mit dabei, bei der 75312. Und genau, welche aber komplett neu jetzt dazu gekommen ist, ist dann hier Quarren nennt sich die Spezies. Der ist komplett neu dazu, den gibt es jetzt das allererste Mal hier in dem Set. Und ja, ich persönlich bin jetzt, fahre jetzt nicht so unbedingt auf Minifiguren ab, egal um welches Set es sich da jetzt geht. Für mich sind eher mehr so wirklich die ja, Gebäude oder halt die Fahrzeuge selbst für mich eher das Besondere. Aber für viele ja, die Minifiguren sammeln, wird es auf jeden Fall ein Vergnügen sein, sich die Figuren genauer anzusehen oder auch in den Händen zu halten, wenn man es sich kauft. Kostentechnisch habe ich vorhin nicht erwähnt, UVP 100 Euro. Allerdings gibt es bei den ein oder anderen Händler dann auch für 80 Euro, 85 Euro zu haben. Ich habe selber für 80 Euro besorgt. 100 Euro wäre es mir auf jeden Fall definitiv nicht wert. Kommt man aber auch noch gleich dazu. Denn Jabbas Palast gab es ja schon mal in dem Format. Zwar die 9514, glaube ich, oder 9512, eher je nachdem. Und das war halt viel größer, viel massiver aufgebaut. Vor allem eben, was man auch gleich dann sieht und wo auch eben jetzt dann das Vergleichsbild kommt, hatte halt der Jabba-Palast eben diesen runden Dach gehabt, auch oben am Turm die runde Umformung. Was aber anscheinend mal für Kontroversen gesorgt hat, wegen Muslime irgendwie da. Hat es da nicht so wirklich manchen gepasst, manchen Leuten. Hat man es wahrscheinlich jetzt in dem Set eben nicht gemacht nochmal. Ist eigentlich unnötig, finde ich. Das ist völlig egal. Im Film ist ja genauso rund, deswegen kann man es ja auch hier, also braucht man es jetzt hier nicht auch abzuschaffen. Aber deswegen sieht es auch ohne die Umrundung vom Dach, sieht man auch hier, dass es ein bisschen irgendwie so halbfertig aussieht. Könnte man aber auch die Vermutung aufstellen, dass vielleicht noch irgendwann mal ein paar Sets noch dazukommen, womit die dann erweiterbar sind hier. Vielleicht am Dach oder eben natürlich am Boden gibt es hier auch ein altes Set Rancor Pit. Wäre auch ganz coole Idee eigentlich, wenn man dann mal ein Set rausbringt, womit man dann eben den Rancor Pit hier unten draufstellt und das Set dann oben drauf. Oh, mit einer Falltür halt eben, wie es im Film dann, weißt, dann kann man eben da die Figur dann einfach reinfallen lassen und der wird dann halt aufgefressen, so wie es gehört. Und ja, allerdings gibt es auch verschiedene Mocs und Alternativ Builds oder ja, ich würde mal sagen externe Builds, wo eben dann dieses Set einmal, entweder dieses Set
zweimal gekauft worden ist, zum Beispiel. Darunter dann eben dieser Rancor-Höhle halt aufgestellt worden ist. Naja, also auf jeden Fall gehen wir mal kurz schrittweise von links nach rechts mal kurz die Einzelheiten mal durch. Wie gesagt, hier haben wir ja die Bar. Ja, dieses Gefäß soll ein Sportschka-Getränk sein. Kann ich mir jetzt nichts darunter vorstellen, was genau das für ein Getränk sein soll. Aber hier gibt es keine speziellen Funktionen zu benutzen. Hier oben haben wir halt so ein Fässchen, wo halt so Thermaldetonatoren halt drin sind. Stickers gibt es 6 Stück. Insgesamt, ich habe jetzt halt nur die zwei hier mit dem Renko-Symbol drauf gemacht, weil es ja, ist ein einzigartiger Sticker, finde ich. Muss halt einfach da an den Zollen jeweils drauf. Aber die anderen Sticker, ja, ist für mich jetzt nicht so notwendig. Dann haben wir halt eben noch hier den Thronsaal. Von den Funktionen her gibt es zwei Bereiche. Und zwar haben wir hier einen kleinen Hebel. Haben wir hier einen kleinen Hebel und man sieht schon, da hebt sich was hoch. Und das Ganze soll dann eben das simulieren, eben wie in der Folge, dass dann Boba Fett dann bevor Fortuna dann auf seinem Thron eben abknallt. Soll es halt eben darstellen, dass er halt ja hier hochfliegt und halt ja verreckt. Da kommen wir eben gleich dann schon zur Bib Fortuna-Figur. Der hat ja dann mit der Zeit nach der Positionsübernahme hat er sich schon ziemlich zugelegt, weswegen auch hier eben das Ganze fetter gestaltet worden ist, als bei der alten Figur der Fall ist. Aber ist schon coole ja, Haar- oder Schwanzpracht. Schwanzpracht. Haarpracht, sagen wir mal lieber. Er hat ein Wendegesicht. Einmal hier, wo er halt erfreulich grinst. Und dann hier, wo er halt eben kurz davor ist, das Zeitliche zu segnen. Genau, hat halt hier nur ein Oberkörperprint, hinten noch auch ein Print. Und ja, da gibt es da jetzt auch da nichts. Hat halt seinen kleinen Stab. Das war's mit dem. Dann haben wir hier eben noch den Gamorreanische Wache, diese Schweinewächter, Schweineviecher. Finde ich, die alten waren nicht so ansprechend. Die finde ich aber echt gut gemacht, gut gelungen. Eben auch hier alle Schulterplatten, das ist alles ein Part. Also das ist hier kein Kopf und dann die Schultern aufgesetzt, sondern das ist wirklich ein kompletter Part. Oh, ja, aber hier im Körper gibt es dann auch keine Bedruckung, ist auch nicht nötig, weil eben da kommt ja jetzt das Ganze komplett drauf. Deswegen. Aber ich finde die finde ich gar nicht mal so schlecht gemacht. Schade, dass es die halt nur einmal in dem Set gibt. Weil eigentlich sind ja, gibt es ja eigentlich zwei von denen als Wachen. Ja. Entweder kauft man sie sich dann halt eben einzeln bei eBay. Für ca. 10 bis 15 € sind die gerade. Oder man kauft sich halt nochmal dann halt, ja, wenn man Lust hat, das Set halt nochmal für 80 €. Dann haben wir natürlich Boba Fett, wie gesagt, der ist jetzt nicht irgendwie neu in dem Set. Der ist genau die gleiche Figur wie in der Slave One 75312. Hier mit derselben Armbedruckung. Und ja, der Helm, genauso farbliche Abweichung, zu starke farbliche Abweichung zum Torso. Ist halt ein bisschen schade, dass man es da nicht verbessert hat. Naja, sonst das gleiche Gesicht eigentlich. Also. Na. Naja. Hinten eben auch die Narbe drauf, sonst selber Waffe. Genau, dann haben wir noch, wie man auch sieht, oder sehr auffallend sieht, haben wir hier eine Thielen-Tänzerin mit einer sehr auffallenden Haarpracht. Äußerst pink, äußerst wellig. Auch hier solche komischen Füße so drauf. Also schon cooler Print, coole Optik. Und die hat genauso ein Wendegesicht, eben hier, wo sie ganz normal halt eben einfach guckt. Und dann hier einmal, wo sie eben ein bisschen wütend ist. Durch was auch immer. Dann Thronsaal. Zwei Funktionen. Wichtigste vor allem, was mir sehr gefällt, ist hier eine Shisha.
Habe ich noch nie gesehen als Lego-Partner Shisha. Ist auf jeden Fall echt cool. Wenn man eine Jabba-Figur hat, kann man die draufsetzen und der raucht dann eben auch eine Shisha. Warum nicht? Finde ich auf jeden Fall echt cool. Aber das ist ja jetzt nicht der Hauptfeature. Für mich schon, aber nicht für die Mehrheit. Ja, genau, also zu den Funktionen. So, man kann jetzt einmal, wie gesagt, habe ich hier gezeigt mit dem Hebel. Und das andere wäre, kann man hier den Thron nach vorne verschieben. Und dann kommt man halt hier so zu einem versteckten ja, Fach mit zwei Waffen und zwei Beskar-Barren. Da hinten kommt man dann auch gleich dazu, weil hinten kann man auch aufmachen. Denn da hinten gibt es dann eben noch diesen Grillbereich. Also zum Essen und dann halt eben eine Theke. Kommen wir mal dann zum Schluss dann noch dazu. Wie gesagt, wäre halt ganz cool gewesen, wenn es vielleicht eine Falltür gegeben hätte. Dann hätte man es ja entweder auch selber adaptieren können mit einem Rancor-Bit oder hoffen wir mal einfach mal, dass es vielleicht sowas mal geben wird. Ansonsten muss man sich dann halt selber das Ganze mal zusammenbauen, zusammenrecht bauen. Das geht da, weiß jetzt, für mich relativ sinnfrei eigentlich. Dann haben wir jetzt dann noch hier den Eingangsbereich. Hier haben wir die Fennec Shand-Figur. Die gab es ja schon einmal mit Helm. Hier in dem Set. Aber ohne Helm, jedoch mit eben ihrer Frisur halt. Die Frisur finde ich schon auch ganz cool, fühlt sich auch echt cool an. Und aber wie gesagt, einen Helm gibt es halt leider nicht, obwohl sie eigentlich ja, wenn sie auf Mission ist, geht, natürlich einen Helm benutzt oder auf Gefecht ist, natürlich einen Helm benutzt. Finde ich mir irgendwie komisch und ein bisschen blöd, dass man für ein 100-Euro-Set jetzt keinen Helm noch mit dazugelegt hat. Also ist jetzt eigentlich kein Hex, also kein teures Unterfangen, da ist ein Helm nochmal da reinzulegen. Ist ja jetzt kein Neuaufwand, den man da für die Herstellung vom Helm betreiben muss. Genau, die hat jetzt auch zwei Wände, zwei Gesichter, Wendegesicht. Bei der finde ich am Gesicht, aber also die zwei Wände Gesichter komisch. Weil hier guckt sie ja relativ, also hier guckt sie ja eigentlich normal mit so einem leicht versetzten Mund halt, so lächelndem Mund. Und hier wiederum ist der Mund irgendwie normal, aber die linke Augenbraue ist halt hochversetzt. Also es sind halt irgendwie minimale Unterschiede, weil wenn ich irgendwie Wendegesichter haben möchte oder ja, unter Wendegesichter verstehe ich eher mehr so zwei verschiedene Emotionen, meistens so fröhlich. Oder halt normal und dann halt mal so, keine Ahnung, wütend oder traurig, so wie bei dem Bit Fortuna zum Beispiel. Der guckt ja einmal fröhlich und einmal halt besorgt. Das sind eher für mich so Wendegesichter, aber das ist jetzt für mich persönlich zumindest, wenig Unterschied zwischen den zwei Gesichtern. Naja, auf jeden Fall hat's Armprints, sieht auf jeden Fall echt gut aus. Armprints sind immer schön. Immer, ist richtig, hebt auch die Figur dann auch definitiv ab. Aber alleine eben schon die Fennec Shand-Figur mit dem Helm kostet ja schon um die, ich glaube, 30 Euro war es. Also, hätte man ruhig den Helm mitlegen können, weil man möchte ja jetzt nicht nochmal so eine Figur kaufen mit nur mit dem Helm. Nur wegen dem Helm. Naja. Dann haben wir noch hier die Weequay-Figur. Eben so ein Piratenvolk. Hat jetzt keine Haarpracht, weil der hat ja, so eine Glatze dann. Die Haare sind halt hinten bedruckt. Wenn kurz mal der Fokus für die Kamera. Jetzt. Genau da hier die Bedruckung hinten. So drei Zöpfe. Wo auch zwei Stück hier fortgeführt werden. Sieht aber schon an sich gut aus. Hat die auch den normalen Blaster, keinen hässlichen Start-Shooter. Ist auf jeden Fall gut. Vielleicht gehen die ja jetzt mehr wieder in diese Blaster-Richtung. Ich verstehe aber, also keine Ahnung, was, warum man da wieder eine Zeit lang zurück auf die Start-Shooter gegangen ist. Mag doch gar keiner. Genau, da haben wir jetzt eben hier noch den Eingangsbereich. Und hier ist das Play-Feature. Zum einen diese Treppe, die man hier drehen kann, womit man dann eben eine Figur nach vorne umstoßen kann. Gibt es dann halt eben hier
dieses Zahnrädchen, das dreht man dann halt kurz und dann kippt er halt eigentlich so nach vorne. Muss man halt natürlich ein bisschen fester machen, glaube ich. Ach ja. Auf jeden Fall kippt er dann nach vorne. Und ja. Dann kann man halt natürlich eben hier das Tor öffnen. Muss man allerdings noch darauf achten, zeige ich gleich noch auch. So, jetzt das Tor öffnen. Zack. Und das Tor bleibt auch so. Es sitzt relativ fest zwischen den zwei ja, Schleusen, Scharnieren, wie man auch immer. Fällt auch nicht ab. Sitzt echt gut dran. Und genau. Das war es jetzt mal erstmal so von der Frontansicht. Jetzt zeige ich noch kurz mal, was dahinter sich noch verbirgt. In der Küche, im Küchenbereich, im Thekenbereich. So, da öffnen wir es dann eben hier hinten. Also die sind jeweils mit so mit diesen Dreier, diesen Scharnieren hier befestigt. Diesen Scharnieren hier befestigt. Und dann, damit es optimal fest dann sitzt, hier nochmal so ein ja, so eine Klammer, also eine Zange halt noch mit dran. Genau, da müssen wir jetzt hier den hinteren Part einmal öffnen. So, und dann haben wir hier einen einfacheren Zugang zur Küche, zum Thekenbereich, wo hier halt eben gerade Fleisch serviert wird. Hier ein paar Knochen eben von den Keulen, die schon aufgegessen worden sind. Hier nochmal ein bisschen Getränke. Ja, jetzt nichts groß Besonderes. Aber immerhin. Liebe, ja gut, Liebe zu Detail würde ich es noch nicht nennen, aber man achtet schon ein bisschen so drauf, dass Einrichtungsgegenstände verfügbar sind. Das ist nicht so ganz kahlisch und so leer. Und hier haben wir wiederum eben dann eine Bar, eine Theke mit Getränken, hier einen Topf. Ja, gibt es jetzt nichts Besonderes dazu. Ja, genau. Hier ist dann noch die Rückansicht von dem Ganzen. Und da sieht man ja auch schon, das Ganze ist etwas niedriger angesetzt. Auch der Turm ist ein bisschen kleiner als beim alten Jahas Palast. Ja, finde ich jetzt dafür, dass ich jetzt noch kein erstes Jahas Palast habe, ist diese Variante eine kostengünstige Variante und man bekommt eben auch ein Jahas Palast für eben 80 bis 100 €, weil die alte Version kostet ja um die 300 bis 400 €. Da braucht man nicht lange zu überlegen, dass man sich lieber dieses hier besorgt. Und wenn man das Ganze größer gestalten möchte, kauft man sich es halt einfach zweimal, beziehungsweise das zweite Mal kauft man sich es dann halt irgendwo gebraucht, ohne Figuren, denn die Figuren sind allein schon die Hälfte vom Wert des Sets. Also die Figuren selbst jeweils kosten so also um die 10 €, 10 bis 15 €. Deswegen, ja, kann man das Set gebraucht für um die 30 bis 40 € ruhig ohne Figuren dann auch besorgen, zweites Mal. Und dann kann man das Ganze hier in dem Bereich und den Turm auch mehr in die Höhe ansetzen. Und dann hat es schon eine kleine Ähnlichkeit, um dann eben auch noch so ein runden Dach dann eben zu bekommen. Zu bauen, kann man sich dann auch, wenn man den alten Jabba's Palast nicht hat, kann man dann eben diese runden großen Teile, die es beim alten Dach dann gab, auch einzeln kaufen, dann auch so ungefähr für um die 30 € oder 25 bis 30 € müsste es sein. Und dann ja, hat man dann auch für, sag mal, dann, wenn man sich dann nochmal ein zweites dann kauft, 30 €, 80 €, 110 plus nochmal fürs Dach. Sondern um die 140, 150, dann hat man schon einen sehr schönen Palast, sehr schönen Zufluchtsort, würde ich mal sagen, für, ja, Kopfgeldjäger oder Verbrecher, Schmuggler, was auch immer. Was auch immer man mit dem Set darstellen möchte und anstellen möchte. Für mich persönlich wird es eher als, ja, Kopfgeldjäger, Zuflucht, Hideout, verwenden.
Beziehungsweise würde ich mir eine Java-Figur, eine Custom besorgen und die dann halt da reinsetzen. Aber ja, so wie in der Episode 6, wo C3PO an der Tor, am Tor waren, kam ja auch hier diese Kameras, würde ich mal jetzt mal sagen, raus. Eigentlich waren es ja, glaube ich, 3 Stück. Insgesamt, hier haben wir jetzt mal eine von denen, die dann, wo man dann hier hinten rausdrücken kann, die dann halt, wenn jetzt hier eben ein Gast, ups, wenn jetzt hier eben ein Gast zu Besuch dann eben kommt. Und natürlich muss man ja schauen, erstmal, wer das da ist, ne? Kommt dann eben hier die Kamera dann raus und guckt sich es erstmal an. Wenn es nicht erwünscht ist oder so, dann einfach hier gibt es dann eben die Kanonen. Wenn ich mich recht erinnere, waren dann eben Kanonen da. Als Displaymodell vielleicht eher in so einer Ansicht. Also, dass das hier hinten versteckt, also versteckt ist, sondern dass hier mehr dieser massive Bauabschnitt vorhanden, also im Vordergrund steht und dann eben der Turm links daneben. Das ist so die optimale Display-Ansicht, würde ich sagen. Genau. Aber ich finde es alles in allem finde ich es völlig akzeptabel, wenn man eben unter der Voraussetzung, wenn man eben nicht keinen Jabbas Palast hat, dann ist diese Variante wesentlich natürlich günstiger und wie gesagt, kann man einfach nochmal ein zweites ohne Figuren kaufen und dann erweitert man es halt einfach selber, macht man es größer, wie man es dann selber will. Und wenn man auch die nötigen Teile dann auch hat, kann man da noch, weil ich würde es nicht darauf wetten, dass jetzt dann Lego eben nochmal Sets zum Erweitern rausbringt, auch wenn es sich echt gut dafür anbieten würde und was auch eigentlich schon echt eine richtig gute Idee wäre. Gehe ich jetzt aber trotzdem mal nicht davon aus, dass die das dann machen, aber dann kann man es eben selber, wenn man die Teile dann selber hat, selber dann eben zum Beispiel hier dann unten drunter dann Rancor-Pit dann eben drauf machen, bauen und dann halt das hier so oben drauf, dann hier unten eben so eine Falltür und dann geht er halt da rein. Wieder schon echt gute Ideen, wie man es selber eigenständig auch modifizieren kann. Das finde ich gar nicht so schlecht. Ja, also für, wie gesagt, die Figuren würde ich, sind für mich jetzt nicht so viel von Bedeutung. Aber ich finde die trotzdem sehr schön. Aber einen zweiten Boba Fett würde ich jetzt selber persönlich nicht bräuchten, benötigen. Deswegen wird der wahrscheinlich erstmal ja, verkauft werden. Ja. Ich finde es aber trotzdem gut, dass ich so einen Jabba's Palast habe. Erstmal war ich so ein bisschen skeptisch, ob ich das wirklich möchte für mich selbst, ob ich es gebrauchen, selber für mich gebrauchen könnte. Letzten Endes dachte ich mir, komm, ich habe eh schon vom Imperium meine, wie soll ich sagen, meine Leute, sage ich mal, und von den Rebellen halt auch. Und da fehlt halt natürlich dann eben noch ein Part für die Kopfgeldjäger. Warum nicht für die ganzen Verbrecher und Schmuggler? Deswegen fand ich, habe ich mir dann doch gedacht, komm, dann behalte ich es doch selber. Vielleicht hole ich mir dann auch ein zweites ohne Figuren für 30 € dann auf eBay dann. Vergrößere ich das Ganze. Und ja. Und das wäre auch die beste Idee, die Lego dann machen kann, wenn die im Optimalfall hier dann auch Sets rausbringen, die man mit dem Set dann eben kombinieren kann und vergrößern kann und ja, weil einfach nur so hier dieses kleine Jawas Palast hier, dieses Mini Jawas Palast würde ich mal sagen, ich finde ich jetzt nicht so ganz zufriedenstellend für viele, sage ich mal für viele. Genau. Das war's jetzt soweit mal. Wie gesagt, ich bin relativ zufrieden damit. Ich habe da jetzt keine negativen Gefühle, wenn ich jetzt das mir anschaue immer. Wenn ich es mir anschaue, dann kommen mir mehr Ideen, was ich daraus noch machen könnte. Auch in Bezug auf zukünftige Stop-Motion, die ich dann machen will.
Deswegen finde ich das optimal. Also ich bin damit völlig zufrieden. Also das kommt auf jeden Fall an einen Platz, wo ich es mir auf jeden Fall öfters mal immer wieder beim Vorbeischauen anschauen werde. Und mich daran erfreuen werde. Das ist ganz gut. Ja. Ansonsten würde ich dann sagen, danke fürs Zuschauen. Mal gucken, ob ihr es dann vielleicht euch auch selber besorgt und damit dann eben zufrieden seid, so wie ich. Und ja, also wie gesagt, ich finde es nicht schlecht und kann man sich mal näher anschauen oder halt mal im Internet, YouTube oder auf Instagram oder wo auch immer, sich dann mal nach ein paar Inspirationen für Mocs zum Erweitern dieses Palastes mal anschauen und sich davon inspirieren lassen und ja, sich seinen eigenen Palast, sein eigenes Kopfgeld hier reich zu bauen. Gut, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Bauen, was auch immer ihr vorhabt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video dann. Das nächste Video wird dann eben der TIE Fighter sein, 75-300. Habe ich schon jetzt bei mir und werde ich dann eben demnächst einmal aufbauen. Ja, ist schon viele Monate schon draußen. Ich selber habe aber noch keinen TIE Fighter gehabt und ja, von der Größe her und vom Preis her ist es optimales Modell und eben auch die alternativen Builds, die man damit machen kann, wird man aber dann noch sehen. In diesem Sinne sage ich dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bannen wir jetzt mal das Lego Star Wars Set 75326 Boba Fetts Thronsaal mit 732 Teilen. Lego Star Wars Set 75326 Boba Fetts Thronsaal zu sehen in der letzten Folge von Mandalorian. Stellst du dieses Set dar? Das Set hat dieses Artikelnummer 75326. Habe ich das schon wiederholt? Wir schauen uns jetzt heute das kürzlich erschienene Lego Star Wars Set Boba Fetts Thronsaal an. 75326 hat es als Nummer und ja, 732 Teile. Und dieses Set spielt nach der letzten Mandalorian-Episode, als Boba Fett eben ins, ja, Jabbas Palast reinkommt und den Bib Fortuna dann ja, abknallt und sich dann eben ja, seinen Platz als keine Ahnung.